So, nun ist es aber so, wenn man das emotionale Urteil oder auch das moralische Urteil innerhalb einer Gesellschaft beherrscht, dann ist das noch lange nicht die Wahrheit. Moin Moin. Unwort des Jahres. Normalerweise wird dieses Unwort des Jahres unter Einsendung von diversen Vorschlägen von einer gewissen Jury ausgewertet und dann sozusagen festgelegt. Und jetzt haben wir Juli 2020, also wenn man so möchte, Mitte des Jahres 2020. Und für mich liegt es auf der Hand, dass es kein anderes Unwort des Jahres geben kann als die sogenannte Corona-Pandemie. Und das möchte ich jetzt ein wenig begründen. Und dazu würde ich zunächst einmal auf den Begriff Pandemie zu sprechen kommen. Schauen wir uns hier kurz den Wikipedia-Artikel an, wo dann unter anderem gesagt wird, dass die Ausrufung einer Pandemie, also der Übergang von einer Epidemie zur Pandemie durch den Generaldirektor der WHO erfolgt. Also, zu klären ist, was ist eine Pandemie? Und wer definiert es? Und da haben wir dann jetzt hier die WHO und da müsste man dann natürlich fragen, okay, welche Interessen verfolgt die WHO, beziehungsweise welche Interessen verfolgen eigentlich die Geldgeber? Ja, sind ja ne, recht nette Geschichten. Und zum Zweiten stellt sich die Frage, ob dann sowas wie eine Pandemie wirklich existiert, weil, naja, 8.100 Personen, ja, erkrankt bei der SARS-Pandemie 2002, 2003 im Vergleich zu fast 8 Milliarden Menschen. Das macht schon eine Pandemie, das definiert schon eine Pandemie. Also es ist nicht wirklich viel. Ne? Also dort könnte man vielleicht entdecken oder auf den Gedanken kommen, dass dieser Begriff Corona-Pandemie, Pandemie, dass das ein Begriff ist, um zu emotionalisieren. Ja? Das ist das, was Verkäufer auch ganz gerne machen. Die suchen beim Gegenüber den emotionalen Angelhaken, um ihm dann jedes Produkt zu verkaufen, was der Gegenüber halt kaufen soll. Also entweder durch Verführung, ja, schöne Gefühle sollen ausgelöst werden, die Sympathie soll geweckt werden, oder aber jemand, der Versicherung verkaufen möchte, der macht dem anderen, dem Gegenüber macht er Angst. Ja? Geistige Brandstiftung. Über Schmerzen wird dort verkauft. Und so ähnlich kann natürlich das, was denn dort im Hintergrund läuft, bei all diesen Dingen auch bei dem Begriff Corona-Pandemie gemacht werden, wo den Menschen, wo die sie emotionalisiert werden, ja, und wo sie Angst bekommen und über die Angst kann man dann diesen Menschen auch eine gewisse Moral mitgeben. Was ist gut, was ist böse? Ja, wenn es zum Beispiel jetzt darum geht, Corona diese Corona-Pandemie zu verteidigen, wenn man das so nennen möchte. Um jetzt aber nochmal kurz auf die Emotionen auch zu sprechen zu kommen. Es gibt ja schon seit längerem diese Beobachtung, dass ja, bei den vergangenen Sportveranstaltungen, diesen Großveranstaltungen, ob es nun eine Fußball-WM, eine EM ist oder ob es Olympia ist, da hat der eine oder andere ja doch schon bemerkt, dass im Hintergrund ja, das eine oder andere Gesetz unbemerkt sozusagen durchgewunken wurde und dann gibt es keinen Aufschrei in der Bevölkerung. Das heißt, dass die Emotionen bei diesem einen Event sozusagen gebunden sind. Ja, jeder eifert dem Ganzen nach und unbemerkt dessen, weil die Medien sich hier gerade auf was anderes konzentrieren, kann man, wie gesagt, Gesetze sozusagen durchwinken, die normalerweise in der Bevölkerung für durchaus ein wenig mehr Unmut gesorgt hätten. Ja? So, das heißt, es gibt politisch, gab es schon immer in gewisser Weise die Strategie, dass man versucht, über die Emotionen abzulenken von dem, was da vielleicht wirklich gerade gespielt wird. Und da muss man sich dann natürlich die Hintergründe anschauen, auf die ich nachher auch gleich zu sprechen komme. Aber wenn ich mir jetzt das auch so vorstelle, wie zum Beispiel ein Schachspiel, ja, da gibt es ja doch durchaus die Situationen, wo man dem Gegenüber
dass man ihm ein Bauernopfer anbietet, an welchem sich der Gegenüber zu verschlucken hat. Ja, oder er sollte das ganz gerne. Eine Falle wird dort gestellt. Und dieses Bauernopfer nimmt man dann gerne in Kauf. So, und wenn man dann die Menschen halt dazu bringt, dass sie dieses Bauernopfer, ja, diese Emotion der Corona-Pandemie, diesen Begriff, wenn sie das aufgesogen haben und alle in Angst sind, vielleicht noch nicht mal vor dem sogenannten Virus selbst, sondern vor diesen ganzen Strafen, die die Menschen dann bekommen, ja, und deshalb all diese Maulkörbe tragen, dann kann man nachher auch irgendwie versuchen, moralisch natürlich zu werden. Es ist böse, wenn du den Maulkorb nicht trägst. Ja, du gefährdest die Gesundheit anderer. Oder aber du läufst bei mir in den Laden rein ohne Maulkorb und dann muss ich Strafe bezahlen. Habe ich keine Lust zu. Wo dann hier die ganze Zeit mit Moral gespielt wird. Und man bestimmt eigentlich die Moral in dem Moment. Das ist sehr geschickt. So, und wenn man dann natürlich dennoch sich anschaut, die Corona-Pandemie, wie so schön gesagt wird, die wird ja von einigen Leuten bestritten, widerlegt. Und die werden dann gleich in das Reich der Verschwörungstheoretiker abgeschoben. Ja? Vertraut diesen Leuten bloß nicht, die zerstören auch die Demokratie und dergleichen mehr. Ja? All diese Thesen, die dann dort in den Raum geworfen werden. Und das, was man dort macht, ist, dass man sagt, ey, pass auf, diese Verschwörungstheoretiker, die sind böse. Moralisches Urteil, die Moral. Die Moral, die die Wahrheit ersetzen soll. Und das ist das, was dann am Ende in einer Diktatur geschieht. Die Gegenstimmen werden nicht mehr zugelassen. Das hatte ich in der Episode 79, hatte ich das schon thematisiert, ja, wie die Wissenschaft in einer Diktatur aussieht. Oder zum Beispiel auch in der Episode 62, ich verlinke auch beide Episoden, wie manche andere natürlich auch hier unter dieser Episode, klar, wie auch in Episode 62, wo ich das Thema Bundesinnenministerium, dieses Papier, dieses Schreiben, was dort kam und wo man es nur als Einzelmeinung abgetan hatte und wo man eigentlich, ja, jede Gegenstimme eigentlich von vornherein sagt, nee, nee, ist nicht wahr oder ist böse, Einzelmeinung, wie auch immer. Und diese Dinge werden nicht wirklich thematisiert. Das ist das, was in einer Diktatur stattfindet. So, nun ist es aber so, wenn man das emotionale Urteil oder auch das moralische Urteil innerhalb einer Gesellschaft beherrscht, dann ist das noch lange nicht die Wahrheit. Die Wahrheit wird im Denken gefunden, im sachlichen Urteil. Und da, wie gesagt, muss man sich jetzt fragen, ob das, was dort teilweise erzählt wird über Corona und dergleichen, ob das wahr ist. Und da muss man sich die Gegenstimmen anhören. So, und ich komme jetzt zu der These, zu sagen, dass diejenigen Menschen, die diesen Begriff der Corona-Pandemie hochhalten oder ihn benutzen, dass diese Menschen verantwortungslos sind und auch für die Gestaltung unserer gesellschaftlichen Zukunft, unserer aller Zukunft, dass sie dort unbrauchbar sind. Denn wer Corona-Pandemie, diesen Begriff benutzt, der bedient weiterhin diese emotionalen und moralischen Urteile. Ja, immer wieder neu. Und das Ganze lenkt ab von den Hintergründen, die da lauten Pädophilie oder auch Adrenochrom. Oder wenn man das mal ein kleines bisschen direkter und vulgärer vielleicht auch benennen möchte, es geht um Kinderficker und Kinderfresser. So, und jetzt zum Fazit. Warum Corona-Pandemie das Unwort des Jahres 2020 sein sollte? Es gibt jetzt insgesamt eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder Corona-Pandemie wird deshalb verwendet, um halt von Pädophilie, Adrenochrom abzulenken. Und man ist Teil dieses pädophilen Sumpfes, dieser pädophilen Kreise. Oder aber man verwendet Corona-Pandemie, diesen Begriff, auch weil man Verschwörungstheorien ja pauschal ablehnt und es eher etwas Böses ist und macht sich dadurch unbewusst, dient man sozusagen, indem man diese pädophilen Kreise deckt. Ja? Und damit wird man dann
zum Teil dieser pädophilen Kreise. Auch wenn man selbst, ja, um es nochmal schmutzig zu formulieren, den Schwanz in die Kinder noch nie reingesteckt hat. Und deshalb, also weil im Hintergrund Pädophilie und Adrenochrom das Thema ist, ist Corona-Pandemie das Unwort des Jahres 2020. Ich habe jetzt aber noch was. Ich möchte noch ein bisschen weitermachen. Und zwar ist es ja so, dass all diese Themen, die jetzt in diesem Jahre hier herumgeistern, wie zum Beispiel Corona, ja oder nein, was steckt da wirklich dahinter? Ist das wirklich so gefährlich? Die Impfungen, die jetzt im Raume stehen und die kommen sollen, oder auch Black Lives Matter, also die ganze Rassismusdebatte, die schon wieder von neuem sozusagen angestoßen wird, das ist alles irgendwo schon gesagt, alles schon irgendwo widerlegt. Ja, das System, wenn man das so nennen möchte, das ist widerlegt. Und da könnte man dann nochmal auf die Episode 79 zu sprechen kommen. Ja, Wissenschaft in einer Diktatur. Und stellt sich jetzt die Frage einfach, ob sich noch irgendwelche anderen Menschen, die das Spiel noch nicht begriffen haben, ob die sich mit diesen Argumenten, ja, ob man sich damit noch wirklich bewegen lässt, anders zu denken. Ich persönlich bezweifle es. Und insofern stellt sich die Frage, ob man dann noch weitermachen sollte, um Corona zu widerlegen, Impfungen zu widerlegen oder auch diese Rassismusdebatte. Es ist ja so ähnlich, als würde man ein totes Pferd reiten. Und naja, die Indianer sagen ja auch, wenn du merkst, dass du ein totes Pferd reitest, dann steig einfach ab. Also, totes Pferd meine ich auch damit wählen gehen. Ich meine damit Parteien zu gründen oder auch irgendwelche Petitionen zu unterschreiben, einzusenden, wie auch immer. Ich meine, Petition, pediere, bitten. Ja? Wen bitten wir? Wir bitten die Verbrecher, dass sie uns doch bitte besser behandeln mögen. Für meine Begriffe hat man dann noch etwas nicht verstanden. So, und jetzt möchte ich auf das Beispiel El Capone zu sprechen kommen, ja? Der ja auch sehr viel Dreck am Stecken hatte und bei dem man nicht genau wusste, wie kommt man ihm nun an die Wäsche? Wie kann man ihn nun hinter Schloss und Riegel bringen? Ja? Den einen oder anderen Mord hat er ja sozusagen auch noch begangen. Und wie man ihn festgenagelt hat, das war das Thema der Steuer. So. Und jetzt gibt es ja doch durchaus einige Menschen, die schon verstanden haben, okay, dieses System, das wir hier haben, das ist menschenverachtend. Ja? Der Mensch, der zu einer biologisch funktionierenden Maschine degradiert wird, ob nun in der Arbeitswelt oder auch ja, als Batterie für Adrenochrom. Ja? Also da kommen dann vielleicht dem einen oder anderen auch diese Bilder aus dem Hollywood-Streifen Matrix nochmal wieder vielleicht vor Augen, nochmal aus einer ganz anderen Perspektive. Und jetzt stellt sich die Frage, wie dieses menschenverachtende System, unter welchem emotional-moralischen Thema kann dieses System jetzt hochgenommen werden? Und da ist es doch mit Sicherheit das Thema der Pädophilie und Adrenochrom. Da sollte der emotionale und moralische Fokus drauf hingelegt werden. Weil die Menschen, die bislang noch nicht aufgewacht sind und für sachliche Urteile nicht empfänglich waren, sondern immer nur den Emotionen und auch der Moral gefolgt sind, dann müssen wir halt diese Sprache sprechen, die sie können, die sie kennen. Die Sprache der Emotionen und der Moral. Und dann könnte man ganz einfach die Frage stellen: Wie stehst du eigentlich zur Pädophilie? Wie stehst du zur Pädophilie? Und dann kann man sich die Antwort immer abwarten, ja? Kann man sich mal anschauen. Und wenn man dann dort rumdruckst oder gar nichts sagt, dann weiß man schon ungefähr, wo man steht. Beziehungsweise dann kann man da vielleicht so ein kleines bisschen vielleicht auch stecheln, ja, so ein bisschen mit nachhaken und sagen: Alles klar, dann weiß ich, wo du stehst. Was ist deine Frau davon? Deine Kinder tun mir echt leid. Naja, das kann dann aber auch sein natürlich, dass er sagt, ja, finde ich nicht so gut. Sehr gut. Hat man dort einen gemeinsamen Nenner gefunden. Okay, willst du denn, dass es aufhört? Ja, will ich, will ich, will ich, will ich. Okay. Würde es denn aufhören, wenn du das, was ich sage, wenn du das immer als Verschwörungstheorie, ja, einfach immer nur ablehnst? Was ist, wenn hinter dem, was ich sage, viel mehr dran ist, als du wahrhaben möchtest? Und
kann vielleicht noch weiter ausführen und sagen, ja, wie soll ich denn überhaupt deinen Standpunkt zur Pädophilie, wie soll ich den ernst nehmen, wenn du diese Verschwörungstheorien, ja, wie du sie bezeichnen möchtest, wenn du sie pauschal ablehnst, wenn du die Hintergründe nicht angucken willst, dann glaube ich dir nicht, dass das mit der Pädophilie von deiner Seite aus aufhören sollte. Und man sollte sich vielleicht dann auch noch Gedanken darüber machen, ob dann dieses Etikett der Verschwörungstheorie vielleicht auch von den Leuten gerade kommt, die in der Pädoszene sehr tief involviert sind. Wäre zu überprüfen. Aber vielleicht schaust du dir auch deine Kinder an. Siehst ihnen tief in die Augen. Fragst dich, ob du sie liebst. Und du kannst dich auch fragen, ob du es nicht wenigstens ihnen schuldig bist, dich mit Corona oder auch Pädophilie noch ein wenig weiter auseinanderzusetzen, als einfach nur das zu glauben, was man nicht glauben lassen will. Dass wir weggesehen haben, dafür können unsere Kinder nämlich nichts. Aber wir haben die Möglichkeit, diese Fehler, die wir gemacht haben, dass wir die wieder korrigieren. Die Möglichkeiten sind da. Wir haben Fehler gemacht, weil wir den falschen Predigern gefolgt sind. Ja, das haben wir alle. Aber je früher, desto besser. Je früher wir unsere Fehler erkennen und korrigieren, desto besser. Wir können unseren Kindern die Welt besser hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben. Wie entscheidest du dich?